Fraport-Chef Stefan Schulte und die Lärmexperten vom Forum Flughafen und Region bei der Präsentation der neuesten Schallschutzpläne rund um die Landebahn Nordwest. Maßnahme 1: Mehr Höhe beim Landen soll künftig für weniger Lärm sorgen. Maßnahme 2: Sogenannte Gegenanflüge sollen in Zukunft um rund 300 Meter nach oben verlegt werden, was ebenfalls eine deutliche Entlastung für die Anwohner bringen soll. Und als dritte Maßnahme sollen die Routen über die dicht besiedelten Gebiete von Mainz und Offenbach künftig so verändert werden, dass auch die Menschen dort entlastet werden. Das Entscheidende ist, dass wir wirklich alle Maßnahmen umsetzen, alle möglichen Maßnahmen, die wir haben, um modernere, leisere Flugzeuge am Frankfurter Flughafen zu haben, um leisere Anflug- und Abflugverfahren zu haben. Natürlich auch die Maßnahmen im passiven Schallschutz. Das ist ein Gesamtpaket und da gehen wir schon davon aus, dass das einen Effekt haben wird, dass es für die Bürger unterschiedlich an verschiedenen Stellen ruhiger wird. Nicht überall gleich ruhig. Wichtigste Maßnahme, die neuen Anflugrouten. Die Maschinen steuern den größten deutschen Airport dabei etwas steiler an als bisher. Der Anflugwinkel wurde von 3 auf 3,2 Grad erhöht. Das heißt, in weiten Bereichen sind wir heute höher, als wir es jemals vorher in dem alten System waren. Aber ist das nun ein echter Durchbruch in Sachen Lärmentlastung oder letztlich doch nur viel Lärm um nichts? Das wird man noch sehen, denn jetzt müssen die neuen Schallschutzmaßnahmen erst einmal ausgiebig getestet werden. Besonders umstritten, Mainz und Offenbach überfliegen die Maschinen nun in rund 920 bis 960 Metern Höhe und damit gerade einmal 60 Meter höher als bisher. Es könnte bis zu 1,5 dB Effekt haben, was ein sehr großer Effekt wäre. Aber es ist nur eine Maßnahme im Konzert vieler Maßnahmen. Technologischer Fortschritt, neue Flugzeuge, modernere Flugzeuge, die leiser sind, genauso wie Entgelte, die deutlich lärmorientiert erhöht sind. Insgesamt hat sich die Fraport im Rahmen des Aktionsbündnisses gegen Fluglärm zur Einführung von 19 verschiedenen Schallschutzmaßnahmen bereit erklärt, von denen nun 7 umgesetzt wurden. Weitere sollen so schnell wie möglich folgen.